Einen schönen guten Tag. In diesem Video wollen wir Ihnen eine Hilfestellung geben oder eine Schnellhilfe geben, was Sie tun können, wenn Sie folgende Meldung am Bildschirm erhalten, die beim Starten von Wabi Profi 3 auftauchen kann, muss nicht auftauchen. Und zwar, dass die Wabi 3 User FTP fehlt oder ungültig sei. Zuerst einmal bieten wir Ihnen hier die sofortige Lösung an, die Sie, wie gesagt, in wenigen Sekunden durchführen können. Sie beenden die Wabi, das heißt in der Fehlermeldung klicken Sie auf Abbrechen und beenden die Wabi einfach. Dann öffnen Sie Ihren Explorer. Nun wechseln Sie auf Ihr Laufwerk, auf dem Wabi Profi 3 installiert ist. Bei uns ist es einfach das Laufwerk Gustav. Dann wechseln Sie in den Ordner Wabi Profi 3. Und nun scrollen Sie nach unten, bis die Dateien hier wabi3user.dbf und die wabi3user.fpt kommen. Diese Dateien löschen Sie einfach, indem Sie die anklicken mit der rechten Maustaste, dann im Kontextmenü Löschen wählen. Oder einfach die Datei anklicken und entfernen drücken. So, nun ist alles behoben, das heißt, Sie können Wabi Profi 3 nun starten und diese Fehlermeldung, Anführungsstrichen, kommt nicht mehr. Was bedeutet das jetzt? Das heißt, jetzt kommen wir an die Stelle, wo wir Ihnen erklären möchten, was diese Datei auf sich hat, für was diese Datei gut ist. So, diese Datei speichert einfach nur die Fensterpositionen. Das heißt, die Positionen, die Sie angegeben haben von Fenstern und Größen von Fenstern in Wabi Profi 3. Als Beispiel, so, ich starte es mal hier erstmal bei uns. So, dadurch, dass ich hier mehrere Monitore habe, ziehe ich das jetzt einfach mal auf den Monitor rüber. So, passt die Größe einfach mal an. Okay. So, wenn Sie das Startmenü nehmen und mal vergrößern das nun, Sie klicken auf Artikelstamm und schieben den Artikelstamm zum Beispiel nach rechts unten, machen den ein kleines bisschen größer, dann ist es so, dass sich Wabi Profi 3 ja die Größe des Fensters und die Position des Fensters merkt. Und diese Informationen von den Fensterpositionen sind in diesen beiden Dateien wabi3user.dbf und wabi3user.fpt gespeichert. Das heißt, wenn Sie diese beiden Dateien löschen, dann haben Sie alles wieder im Ursprungszustand. Das heißt, die Fenster sind zentriert und haben eine Standardgröße, so zum Beispiel. So, also ist total unkritisch, einfach diese Dateien löschen und dann Wabi neu starten. Als kleiner Tipp vielleicht noch. Wenn Sie einen Stromausfall haben, kann es passieren, dass offene Dateien oder nicht gespeicherte Informationen verloren gehen oder beschädigt werden. Aktuelles Beispiel. Ich hatte jetzt im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung einen neuen Auftragsverarbeitungsvertrag mit 12 Seiten aufgesetzt, den ich im Word verfasst habe. Dann ist Folgendes passiert, Windows hat ein Update durchgeführt und hat mich gefragt, ob ich neu starten will. Ich hatte Word noch offen und ich habe aus Versehen auf Neu starten geklickt. Was ist passiert? Nach dem Neustart waren die ganzen 12 Seiten, oder das heißt der Zeitpunkt der letzten Speicherung meines Dokuments, bis zum Zeitpunkt des Neustarts, alle Informationen waren weg. So, damit will ich Ihnen nur veranschaulichen, alles was nicht direkt auf die Festplatte gespeichert wurde, kann bei einem Stromausfall oder bei einem Neustart von Windows verloren gehen oder beschädigt werden. Also nicht nur im Wabi, sondern es kann in jedem beliebigen Dokument passieren. So, dann möchte ich jetzt auch dieses Video an dieser Stelle beenden, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass ich Ihnen an dieser Stelle habe weiterhelfen können.